Wir haben ja den ersten Fernseher mit eingebautem Amazon Fire TV im Test. Und da steckt gleichzeitig auch Alexa drin. Das ist der Grundig 49 VLX 7010 in der Fire TV Edition. Und wir schauen uns jetzt im Video an, was der Fernseher drauf hat. Ja, zunächst einmal grundsätzliche Dinge zum Fernseher. Der Grundig VLX 7010, den gibt es in verschiedensten Bildgrößen. Hier bei uns im Test haben wir den in 49 Zoll, also mit 1,24 Meter Bildschirmdiagonale. Es gibt ihn auch eine Nummer kleiner in 43 Zoll oder auch größer in 55 und 65 Zoll, sodass da eigentlich jeder nach den persönlichen Platzverhältnissen glücklich wird. Er ist auch vergleichsweise günstig. Hier unser 49 Zoller kostet bei Amazon 380 Euro. Der Fernseher arbeitet mit einem LCD-Bildschirm und Ultra-HD-Auflösung, wie es heute üblich ist, also mit 3840x2160 Bildpunkten. Er hat eingebaute Empfangsteile für Kabel, für Satellit, für Antenne, alle auch für HD geeignet, für Satellit und Kabel auch in Ultra-HD für die wenigen Sender, die es da schon gibt. Und auf der Rückseite ist auch der übliche Einschub für Entschlüsselungsmodule für die Privatsender in HD, also meinetwegen für ein HD-Plus-Modul, wenn ich per Satellit empfange, für ein Freenet-Modul, wenn ich einen Antennenanschluss habe oder für das Modul vom Kabelnetzbetreiber beim Kabelanschluss. Für externe Zuspieler, sei es meinetwegen eine Spielkonsole oder ein SAT-Receiver, ein Sky-Receiver, was auch immer, hat der Grundig-Fernseher auf der Rückseite drei HDMI-Eingänge und dann gibt es noch zwei USB-Anschlüsse, wo ich dann zum Beispiel Fotos oder Videos drüber abspielen kann. Was wir leider vermissen auf der Rückseite sind analoge Videoeingänge, um noch ein älteres Gerät anschließen zu können, und was wir noch viel mehr vermisst haben, ist ein Kopfhörerausgang. Den findet man nämlich auf der Rückseite nicht. Bluetooth beherrscht der Grundig-Fernseher zur Musikwiedergabe auch nicht. Das heißt, wenn man Kopfhörer anschließen will, guckt man erstmal in die Röhre. Es gibt einen optischen Ausgang, an den sich manche Funkkopfhörer anschließen lassen. Weitere Optionen bietet der Grundig-Fernseher an der Stelle leider nicht. Auch am Gehäuse des Fernsehers sieht man, er ist vergleichsweise günstig. Mit 9 cm Dicke fällt er eher vollschlank aus. Auch der Rahmen ist breiter, als man es von teureren Geräten heute kennt. Und was an der Bildschirmunterseite als silberne Leiste so ein bisschen wie ein Lautsprecher, wie eine Soundbar aussieht, ist einfach nur eine Zierleiste. Die Lautsprecher sind wie üblich in der Unterseite eingebaut und so viel können wir schon mal vorwegnehmen, klingen ziemlich muffig und dumpf. Also da gibt es auch unter Flachbildfernsehern deutlich besser klingende. Die eigentlichen Stärken des Fernsehers zeigen sich da, wo Amazon seine Finger im Spiel hatte, zum Beispiel bei der Fernbedienung. Die ähnelt sehr stark den Fire TV Fernbedienungen, also den Fernbedienungen, die man von den kleinen Streaming-Boxen oder Streaming-Sticks kennt von Amazon. Und Amazon hat die noch angereichert mit ein paar Tasten, die man zum Fernsehen benötigt. Sprich, hier sind die Zifferntasten für die Programmspeicher und noch eine Taste für die Programmvorschau. Und ich habe ein paar Direkttasten für wichtige Streaming-Dienste. Und da gibt sich Amazon wie gewohnt offen. Es gibt also nicht nur eine Taste für Prime Video von Amazon, also für den Streaming-Dienst von Amazon, sondern auch eine Netflix-Taste. Es gibt eine Taste für TV Now. Das sind die Mediatheken der großen Privatsender wie ProSieben. Und es gibt noch eine Taste für The Zone. Das ist der Sport-Streaming-Dienst, der diverse Übertragungsrechte für Fußball und so weiter erworben hat. Ja, mit dieser Fernbedienung und zusammen auch mit den Menüs klappt die Bedienung eigentlich sehr reibungslos. Jemand, der schon mal ein Fire TV gesehen hat, also diese Streaming-Box, dem kommt das Menü auch direkt bekannt vor und er fühlt sich da gleich zu Hause. Das ist jetzt hier in dem Fernseher noch angereichert um die fernsehertypischen Funktionen. Also wir haben ja ein Startmenü und wenn ich jetzt weiter runter blättere, sehe ich dann hier unter Live-TV meine Fernsehkanäle. Und noch ein Stückchen weiter runter haben wir die Anschlüsse. Und dann geht es eigentlich weiter mit den üblichen Empfehlungen und so weiter, mit der großen Film- und Streaming-Auswahl, wie wir sie von Amazon kennen. Bei der Bedienung gefällt auch das Arbeitstempo. Das ist für einen so günstigen Smart TV wirklich mehr als in Ordnung. Der Fernseher reagiert zügig auf das, was ich mit der Fernbedienung mache. Da kann man absolut nicht meckern. Man sieht schon eher, dass es ein günstiger Fernseher ist, wenn man sich die Bildqualität anschaut. Und da fallen die Kontraste relativ flau aus. Die Farben sind nicht so hundertprozentig exakt, aber im Wesentlichen kann man damit leben. Fürs Geld absolut brauchbare Leistung.
Die Bildqualität lässt sich bei dem Amazon-Fernseher noch wie gewohnt im Menü feinjustieren. Nur ist das Menü etwas anders angeordnet, als man es kennt. Und zwar einfach in der obersten Menüebene. Und da gibt es dann den Eintrag Töne und Bildschirm. Das kennt man schon von den Streamingboxen von Amazon. Aber da dann zusätzlich den Eintrag Bildeinstellungen. Und dort werde ich dann gefragt, ob ich die Bildeinstellungen für einen der externen Anschlüsse vornehmen möchte oder für das Fernsehprogramm. Und da ist es völlig Wumpe, ob ich jetzt per Kabel oder per Satellit oder per Antenne empfange. Der Eintrag heißt immer Antenne, aber gemeint ist eigentlich Fernsehempfang. Und da gehen wir dann rein und sehen dann auch die übliche Struktur. Ich habe am Anfang mehrere Bildmodi, die ich auswählen kann. Da ist der Filmmodus der ideale Bildmodus für den Start der weiteren Justage. Da sind nämlich praktisch alle Werkseinstellungen schon so, dass ich ein sehr oder ein einigermaßen natürliches Bild habe. Die darüber hinausgehenden Einstellungen kann man eigentlich komplett in den Werkseinstellungen belassen. Die Helligkeit je nach Raum um ein oder zwei Stufen anheben, aber im Wesentlichen sind da die Voreinstellungen schon sehr gut. Auch in den erweiterten Einstellungen gibt es nichts, wo man jetzt noch zwingend ran müsste. Wer sich allerdings auskennt, kann hier in dem Farbmanagementsystem auch die Farben noch ein bisschen korrigieren und eingreifen. Das ist eine Geschichte, die nicht jeder Fernseher in dieser Preisklasse bietet. Also ein Pluspunkt. Und wo wir gerade bei den Einstellungen sind, es gibt im Menü auch einen Bildmodus für Konsolen, der heißt Spiel. Da ist nur leider so, der macht das Bild etwas heller und ein bisschen knackiger, aber er reduziert nicht die Verarbeitungszeit für die Videosignale, sprich die Latenz, das ist diese Verzugszeit, die bleibt relativ hoch. Die haben wir mit 39 Millisekunden gemessen, also leidenschaftliche Zocker werden mit dem Fernseher dann nicht so glücklich. Aber der eigentliche Clou des Fire TV Fernsehers ist eigentlich, dass Alexa drin steckt. Mikrofone sind nicht direkt im Fernseher eingebaut, sondern ausschließlich in der Fernbedienung. Und das Mikrofon in der Fernbedienung hört auch nur zu, wenn ich die Fernbedienungstaste drücke. Also ich kann jetzt hier Alexa sagen und so weiter und so fort. Da reagiert der Fernseher nicht, da tut sich gar nichts. Ich werde also nicht dauerhaft irgendwie belauscht. Drücke ich allerdings die Taste, muss ich auch nicht Alexa sagen, sondern ich kann gleich drauf loskommandieren. Und da per Sprache mehr machen als eigentlich mit allen anderen Fernsehern, die über Sprachsteuerung verfügen. Zum Beispiel kann man einfach das Programm umschalten. Schalte auf ZDF HD. Das dauert einen Moment, aber dann schaltet er um. Wichtig ist nur, ich muss immer das HD dazu sagen. Wenn ich nur Schalte auf ZDF sage, dann nimmt er das SD-Programm, sieht halt nicht so schön aus. Ja, zum Programm umschalten mag die Sprachsteuerung noch ein bisschen banal erscheinen. Aber ich kann damit zum Beispiel auch Alexa fragen, was denn im Fernsehen läuft. Heute Abend zum Beispiel kommt ein Länderspiel und wenn ich jetzt nicht weiß, wann das startet, frage ich einfach Alexa. Wann kommt Fußball? Auf RTL läuft heute Abend ab 20.15 Uhr die Live-Übertragung Fußball-Länderspiel. Auf Sky Sport und... Dann sagt mir Alexa eben alles, was heute zum Thema Fußball im Fernsehen läuft. Was auch gut funktioniert, ist die Suche nach bestimmten Titeln bei Streamingdiensten. Und klar, das geht bei Amazon Prime Video, aber eben zum Beispiel auch bei Netflix, dass ich zum Beispiel sagen kann, starte Skylines auf Netflix. Das dauert jetzt einen Moment, dann schaltet er um, startet Netflix. Und ich sehe die Serie Skylines. Und wenn ich auch gar nicht weiß, auf welchem Streamingdienst gerade bestimmte Dinge laufen, aber ich habe zum Beispiel gelesen, es gibt jetzt eine neue Staffel der Krimiserie Goliath, dann frage ich einfach Alexa danach und sie zeigt mir dann, wo das läuft. Zeige Goliath. Jetzt bekomme ich hier die, als Antwort die verschiedenen Staffeln, die es gibt. Und in dem Fall läuft das ausschließlich bei Amazon. Auch das Fernsehprogramm und Mediatheken kann man nach bestimmten Inhalten durchsuchen. Auch da, ohne jetzt unbedingt zu wissen, wo das läuft, welcher Dienst dafür verantwortlich ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lust habe auf einen Tatort, sage ich einfach, zeige Tatort.
und bekomme dann verschiedene Folgen in den Mediatheken angezeigt. Das Ganze ist also per Sprache schon sehr umfangreich zu bedienen. Da gibt es weniger Lücken als bei anderen Herstellern, die mit Sprachsteuerung arbeiten, wo dann häufig zum Beispiel nur Ergebnisse aus dem Google-Kosmos von YouTube und aus dem Google Play Store angezeigt werden oder dass ich zum Beispiel Dinge bei Netflix suchen kann, aber nicht bei Amazon oder umgekehrt. Und da ist die Sprachsteuerung hier mit Alexa und mit dem Fire TV schon ein ganz Stück weiter. Darüber hinaus funktioniert über die Sprachsteuerung alles, was man von Alexa kennt. Sprich, wenn ich vernetztes Licht habe, was mit Alexa verbunden ist oder was sich mit Alexa verbinden lässt, kann ich auch das über diese Fernbedienung steuern und sagen, schalte das Licht aus. Ich kann komplette Szenen programmieren oder mir einrichten in der Alexa-App, dass ich zum Beispiel sagen kann, starte Filmabend und der geht automatisch auf Prime Video und dimmt das Licht herunter. Und alles, was man eben von Alexa kennt, lässt sich dann auch über diese Fernbedienung steuern. Ja, unterm Strich kann man sagen, der Grundig 49 VLX 7010 bietet für einen günstigen Preis eigentlich das, was man für einen Fernseher in dieser Klasse erwarten kann. Aber obendrauf kommt eben die wirklich sehr gelungene Sprachsteuerung und die sehr gelungene Integration vom Amazon Fire TV. Das ist sehr funktional und unkompliziert zu bedienen und bei der Sprachsteuerung sehen wir den Fernseher derzeit ganz weit vorne.